am Laufband abrackern, aber irgendwie geht nichts weiter. Und wir nehmen an der falschen Stelle ab. Kennen wir alle. Dieser Gurt soll uns dabei helfen, Bauchfett zu verlieren. Das Geheimnis dahinter lüften wir gleich. Muckibude, das war einmal. In den Linzer Promenadengalerien ist Roland Prinz neuester Fitnessclub. Der gebürtige Linzer erkennt bei seinen Kunden dabei einen Trend. Der größte Trend im Fitnessbereich ist aber der Gesundheitsweg. Also die Leute trainieren eigentlich, um gesund zu sein, um fit zu sein, also gesund und fit. Und die Optik kommt dann von selber. Und ich bin als Kunde in den Fitnessstudios immer sehr anspruchsvoll gewesen und habe eigentlich immer was zum Aussetzen gehabt. Manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt, aber einer dieser Kunden eben. Ne? Und ich habe mir heute halt zur Aufgabe gesetzt, eine Fitnesskette aufzubauen, beziehungsweise mehrere Clubs aufzubauen, wo ich meinen Ansprüchen gerecht werde. Mit diesem Zirkel ist das Training nach 30 Minuten erledigt und alle Muskelregionen des Körpers trainiert. Die Geräte in den beiden Clubs sind von der Marke TechnoGym. Mit der App werden sie gesteuert, die Erfolge getrackt, der Trainingsplan angesehen. Denn ganz ohne Plan ins Studio zu gehen, davon rät der Fitness-Experte ab. Der Ist-Zustand wird mit der sogenannten In-Body-Analyse gemessen. Magst du mal so draufstehen, dass mit den Fersen hinten die Elektroden abdeckst? Man sieht, wo ist momentan seine Muskulatur, hat er irgendwo eine Disbalance drinnen, wie schaut es mit dem Eiweiß aus, mit den Mineralien aus, wo liegt momentan sein Körperfett von der jeweiligen Position, Linkarm, Rechtarm und so weiter und so fort. Dadurch, dass der Körper sehr viel Wasser hat, leitet das Ganze und durch das kommt die Messung zustande. Genau, das Gewicht ist jetzt eingerastet, Daumen drauf, Finger drunter. Man schaut sich jeden Tag in den Spiegel und sagt, es geht nichts weiter. Die Analyse ist gnadenlos und sehr oft ist es so, dass sie die Kunden noch riesig täuschen, dass sie sehr starke Fortschritte haben. Ist beim Training der Bauch kälter als der Rest des Körpers, dann ist er zu wenig durchblutet. Mit dem Slim Belly Gurt werden die Fettzellen aktiviert. Läuft alles mit Luftdruck eigentlich. Also durch den Gurt wird quasi Luft angesaugt und wieder entlassen. Und dadurch entsteht so eine Lymphmassage, eigentlich eine Druckmassage. Roland Prinz und sein Trainerteam haben dabei eine Challenge gestartet. Der Sieger der Challenge hatte, glaube ich, 16 cm Bauchumfang verloren in einem Monat, muss man dazu sagen. Und die Bewegung geht jetzt eher nicht nach vorne, sondern daher auf die Position. Sie haben ein Ernährungscoaching gehabt bezüglich Ernährungsplan. Sie haben eben vor 4 Wochen vorher und 4 Wochen nachher diese Messung gehabt. Dann haben sie einen Trainingsplan gehabt, der speziell auf das abgestimmt war danach. Und sie waren 3-mal in der Woche 1,5 Stunden da. Problemzonen werden so zu Lieblingszonen.